Boah, jetzt ein neues Battlefield wäre der Hammer. Letztens sah ich einen Short von wegen, was man glaubte, wie Games aussahen vor 10 Jahren, und es kam wirklich einfach die Battlefield 3 Jet-Szene, was einfach atemberaubend war damals. Und es war wirklich for real vor 10 Jahren einfach. Und es ist einfach nicht zu glauben, wie damals Battlefield stand. Einfach eine fette Marke einfach, wo man sagen konnte, Digga, Battlefield 3, Mann, das ist es gerade, das Game. Was man einfach wirklich die 2 Jahre durchgehend zocken konnte. Was man genießen konnte. Und da bekam ich wieder auch die Lust auf Battlefield und ich muss gestehen, eher auf den dritten, vierten, auch den ersten Teil. Und irgendwie 2042 war eher so, naja, versteht mich nicht falsch. Im jetzigen Zustand ist es nice. Ab und zu gehe ich mal kurz rein. Ist halt nicht so mein Main-Game leider, wie es halt damals war, Battlefield 3 oder Battlefield 4 oder 1. Aber so wie es gerade ist es wirklich sehr nice. Aber so hätte es eigentlich zu Release sein müssen. Und jetzt steht schon im Raum der nächste Teil. Denn angeblich 2024 soll der neue Ableger erscheinen. Man munkelt zwischen Oktober 24 und bis März 2025. Und angeblich steht schon eine Beta im Gespräch, die im Sommer 24 stattfinden soll. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. COD ist ja momentan echt am Abnippeln und Battlefield war immer der sichere Anker. Damals zumindest. Ich hoffe ganz ehrlich mehr in die Richtung keine Spezies und zu Release halt weit mehr Maps, als es damals in 2042 war. Und einfach einen Serverbrowser. Einfach alle Modis, die man kannte aus den alten Battlefields, einfach die ins Setting auch reinpassen, einfach schon zu Release. Und nicht irgendwie so über Season übergreifen, okay, hier mal kurz Rush, okay. Weil Rush hat auch gedauert bei 2042 und das war einfach ein Kernelement von Battlefield einfach. Also auch wenn die Maps nicht so nice waren für Rush, bei manchen halt, sie hatten auch die MCOMs waren echt beschissen gesetzt gewesen zu Anfang. Und einfach halt auch nicht so viel Schnickschnack wie irgendwie zig Visiere und irgendwie so komische Sachen einfach und Spezialfähigkeiten und Pipapo ist halt auch nur meine Meinung. Manche waren nice, manche waren einfach too much. Die wollten auf Kampf irgendwie, dass jeder Spieler irgendwie was Besonderes ist, aber eigentlich Battlefield alte Schlachten einfach. Oder Modern Military Shooter einfach. Und man ist einfach nur ein Fußsoldat, also von daher sind sie nicht verkehrt, aber es passte mehr zu Battlefield als irgendwie, dass jeder ist ein individueller Charakter und hat so krasse Fähigkeiten und No Pads und irgendwie. Ja, da haben sie schon eine gute Lore aufgebaut mit Battlefield 2042, aber irgendwie halt echt kacke umgesetzt. Du merkst davon echt gar nichts. Portal war ein sehr, sehr guter Ansatz und wirklich was Lockeres für nebenbei, für Party Games und Knife Only oder Defi Only. Das hat, wenn die irgendwas in die Richtung haben wollten, das haben sie echt gut umgesetzt. Das muss man denen schon echt zugute heißen. Aber sonst sage ich halt nur Hovercraft Field. Aber sonst, wer weiß, bis jetzt wissen wir noch gar nichts und ob überhaupt DICE gelernt hat von deren Fehlern. Können wir echt nur hoffen. Weil ich möchte wirklich nicht diese Spielerei abschützen sehen. Was würde sehr, sehr wehtun, weil Battlefield 2042 zum Release, es hat wirklich schon gut gehittet. Der Hype war immens, wirklich. Der Hype war immens auf das Game. Und die kleinen Stinker haben echt auch manche Moves gerissen. Wie die Jet- und RPG-Szene im Trailer. Oder man hat irgendwie so gedacht, es kommt da mal ein Peak. Weil es ja so eine Art, wenn man da runterspringen konnte, was halt so ähnlich aussah, war es natürlich eine ganz andere Map war. Ich hoffe, dass wir uns nicht so krass hochhypen. Erstmal abwarten aufs neue Game. Weil je höher der Hype, umso höher die Erwartung. Vielleicht ist das neue Battlefield vom Grund her, vom Grundkern nice, aber man denkt, man hat halt mehr erwartet. Wer weiß, I don't know. Ich denke mir einfach, komm, einfach Battlefield 3, Battlefield 4, paar Techniken aus Battlefield 1 in dem modernen Setting, Modern Military Shooter. Komm, einfach von den drei Games einfach so eine schöne Mischung. Einfach oldschool. Neue Grafik einfach. Muss es kein Remaster sein. Einfach so. Können ruhig auch älteren Maps nehmen, ein bisschen umkrempeln auf halt das neuere Setting. I don't know, keine Ahnung. Einfach, weil eigentlich Battlefield 1, Erster Weltkrieg, Battlefield 5, Zweiter Weltkrieg, okay. Und dann auf einmal springen sie rüber auf halt so sehr, sehr relativ weiter Zukunft. Obwohl es ja schon einmal ein Battlefield gab in der weiten Zukunft. Ich glaube, das war 2142, der ja relativ gefloppt ist, einfach so. Das war auch ein relativ älterer Ableger, das ist halt diese Oldschool-Phase, da haben die echt in den allerersten Battlefields einfach chronologisch von der Zeit einfach erst, also Zweiten Weltkrieg, Vietnam, Modern Military und dann auf einmal Zukunft. Keine Ahnung, vom Ding her war es eigentlich schon in Ordnung. Wer weiß, was jetzt kommt, was uns erwartet. I don't know. Wer weiß, vielleicht sogar Bad Company 3. Mein Gott, Jungs, Mädels, haut da rein, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abonnement, guckt bei Twitch vorbei, da bin ich ab und zu mal live, können wir ein bisschen drüber diskutieren. Ansonsten haut mal eure Meinung, eure Wünsche ins neue Battlefield, eure Hoffnung einfach in die Kommentare. Ich bin raus, Jungs, Mädels. Haut rein. Ciao.